egal. Es gibt eine Nachricht. I'm supposed to transmit my sober status to my regular group on Earth and my sponsor, Michael C. But I haven't attended a meeting or even transmitted to them in almost a month. Honestly, I'm not even sure why. I know I've got to worry, wondering why. Das ist ja düster. Der Typ hat irgendwie einen Drogenchip. Also anscheinend war er drogenabhängig, oder was? Zumindest war er nicht ganz sauber, wie es aussieht. Und dann auch noch der Typ von der Krankenstation. Quasi Pille. Pille war selbst sein bester Kunde, sozusagen. Halt mal. Warte mal. Bleib mal hier stehen. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich hin muss. Ich glaube nämlich hier lang. Das sieht gut aus, oder? Ist das nicht der Raum, wovon die Leiche war? Nee, oder? Das sieht aber auf jeden Fall erstmal als Raum so an sich ganz gut aus. Genau, wir gleiten da mal... Halt, wo? Wo? Wo ist die Backup-SSD? Autsch, bin wieder irgendwo hängen geblieben und hängen auch immer noch irgendwo. Da, guck mal, da ist irgendwas. Das, ich glaube, das heißt nur, dass es verschlossen ist. Können wir diese krasse Musik, die wir immer von links nach rechts wandern. Okay, da ist noch geschlossen. Da würde ich nicht in den Strom kommen. Das wäre sehr ungünstig. Wo ist denn hier die verdammte SSD? Guck mal da oben. Ja, egal. Ich suche die jetzt mal nicht. Wir kommen sowieso noch mal hier lang. Vielleicht sehe ich sie von der anderen Seite, wenn ich dann durchschlüpfe. Genau. Gehen wir erstmal in das nächste Zimmerchen. Hallo, Hell. Activating Solaris System Terminal. Hell. Mainframe online. Initializing HAN4 EVA Diagnostic Sequence. Sauerstoff super, Antrieb hervorragend, Mobilität ist total im Arsch. EVA Boost Repair detected. Initialize EVA Boost Repair. Gerne, bitte reparieren. EVA Boost 100%. Exit HAN4 EVA Diagnostic Environment. Gut, das haben wir. Initializing Cerebrum Core Diagnostic Sequence. Cerebrum Core Corrupt. Richtig. Cerebrum Core Fabrication Required. Richtig, deswegen bin ich hier. Cerebrum Core Fabrication. Sehr gut. Ja, das sollst du. Bitte bestätigen. Cerebrum Core Fabrication complete. Cerebrum Module Repair required. Ja, dann tu's doch. Gib her das Ding. Gib raus. Nochmal bestätigen kann ich nicht. Zeig her das Teil, da ist er. Der sieht ja auch besonders schön aus. Ach so, guck mal, da hinten ist das Ding. EVA Propulsion System Firmware Corrupt. Current Version Update in Progress. Alright. Das heißt, wir müssen zurück auf diesem Wege. EVA Mobility Repair Successful. Ist das jetzt derselbe Weg eigentlich? Ich überlege gerade. Aber wir müssen jetzt hier lang. Guck mal. Na gut, da haben wir wieder was verpasst. Aber weißt du was, das ist mir doch egal. Wir müssen jetzt tatsächlich da hinten hin, guck mal, da wo wir zum ersten Mal gestorben sind. Da ist jetzt unser Heiland sozusagen. Aber auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt gerade hinfliege. None of this matters. The important part is that I'm clean. I'm getting through today and I'm not going to die out here. Surely I'm not perfect. Who among us is? I'm helping people, and that's helping me. Thanks for letting me share. Ach, guck mal. Jetzt plötzlich hat sich was getan. Das finde ich gut, da können wir jetzt nämlich durch. Yay! Ich höre da ein Morsezeichen, SOS, ne?
wenn ich mich nicht irre, ist das ein Morsezeichen SOS. Halt! Halt, halt, halt. Wir müssen mal ganz langsam dahin und uns ein bisschen erfrischen. Laben sozusagen. Hier war doch irgendwo ein Mensch drin. Irgendein Typ. Da ist er doch. Guck mal. Wer ist denn das? Edwards. Wer war das? Ach, guck mal, da fliegt so ein Dingskern rum. Was ist das? Da ist ein Fingerabdruck drauf. Sehe ich das richtig? Ich habe gerade eben den Namen nicht verstanden, wer das ist. Auf jeden Fall ist der auch tot. Also spielt jetzt nicht so eine große Rolle. In unserem derzeitigen Leben zumindest. Vielleicht vorher mal. Soll ich jetzt wieder raus hier, ja? Ist das, sehe ich das richtig? So, dann bringen wir uns mal wieder auf Position. Das war jetzt alles da drin. Ich drehe mich nochmal kurz um. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Schöner Blick nochmal auf die Erde. Bewegen wir uns eigentlich, wenn ich jetzt hier so lang fliege, eigentlich über die Kontinente? Eigentlich nicht, ne? Irgendwie nur wenn man reingeht in die Station und wieder raus. Wir haben tatsächlich da drin anscheinend alles gesehen, was man sehen soll. Dann bin ich damit zufrieden. Dann ist es mir gleich, sozusagen. Dann steigen wir mal auf und gehen mal da rein. Auch wenn wir gerade eben von da gekommen sind, ne? Mehr oder weniger. Würdest du, man hat hier wirklich keine Karte oder so? Aber nee, das ist richtig, guck mal. Wenn das Symbol da oben, da dieses Symbol, das ist doch sowas von richtig. Dann huschen wir mal hier rein. Denn das Portal ist online. Hi, hi, hi. Und herzlich willkommen bei Hardiman. Okay, Kommunikation online. Logging in admin, syncing data. Error. Wie Error? Encrypted internal data transmission received. Sender, Hudson, Elizabeth, scientist. 16, June, 2037. Alex, I have to tell you, I don't support this decision. Yes, it can work. But there are unknowns. We've all been up here too long. Everyone is burnt out. People are making mistakes. You are making mistakes. We've had enough close calls on this mission already. For once, can't we just play it by the book, do our jobs, and go home? Please? You don't always have to be the hero. Genau, spiel bitte nicht den. Du weißt schon. Error. Das ist alles kaputt. Dann können wir uns ausloggen, ganz ehrlich. Wie komme ich denn hier raus? Achso, ganz einfach. So. So, dann gehen wir mal unseren Weg weiter. Und zwar in diese Richtung. Ganz genau. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Und zwar nur dahin. Waren wir da nicht schon? Ach, auch egal. Komm. Die schauen uns da auch nochmal um. Und ja, alles mitnehmen. Soweit wie wir können. Mankind above all. Oder else, all else oder so, ne? Nee. Check mal nochmal, mein Lieber. Solaris Filtrum Coolant Module online. And for Filtrum Coolant System operating at 50%. Das waren jetzt nur zwei? Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Anscheinend ist das noch lange nicht fertig hier, das Ding. Ich dachte, wir hätten jetzt, ey, haben wir nicht schon irgendwie zwei Dinger da aktiviert? Ich verstehe gerade gar nicht. Was ist denn hier nur los? Das gibt's doch gar nicht. So, wir schauen uns hier mal um. Wir reparieren nochmal gleich mal den Helm hier, die Mütze sozusagen. Denn nichts ist schöner, als einen kompletten, wunderbaren Raumanzug anzuhaben. Sehr bequem. Dankeschön. Please remain still. Yep, alles fitti fitti. Hand for EVA repair sequence complete. Vital signs stable. Hier waren wir wirklich schon, ne? Wir sind hier gerade auf dem Weg zurück durch die Ecken, wo wir schon waren. Ah!
ich kann mich gerade nicht so gut fortbewegen. Ich habe mir schon wieder den Helm schon wieder verbeult. Das ist ein bisschen dumm, aber manchmal geht es nicht besser. Jetzt geht es geradeaus. Es geht jetzt geradeaus. Und dann geht es hier durch. Und dann geht es nach rechts. Denn das ist unser Weg. Nach rechts müssen wir. La la la. De. Es ist schon etwas langatmig, diese langen Flüge. Komm schon. Ich will nochmal auffüllen. Das müssen wir schon machen, bevor wir da weiterreisen. Ich habe uns ein bisschen Sorge, dass wir uns... Das tut gut. Wunderbar. So, dann haben wir das Problem auch gelöst. Wir haben genug Sauerstoff am Start. Was ist denn das? Das sieht so geschlossen aus, ne? Da schau her, das ist auch geschlossen. Wie habe ich denn jetzt schon wieder den Weg verpasst? Bin ich schon wieder völlig falsch? Anscheinend ja. Dann schon mache ich das Spiel ein bisschen fertig, glaube ich. Die wollen mich ärgern hier, oder? Aber ich hätte mich auch gewundert, wenn ich den... Kann ich denselben Weg jetzt zurückeiern, oder? Das ist doch Quatsch. Schon wieder irgendwas falsch gemacht hier, verdammt. Aber macht ja nichts, weißt du was? Dann gehe ich nochmal kurz in die Reparaturstation, wenn wir schon noch mal hier, sowieso nochmal hier sind. Wir müssen irgendwo links raus. Aber da war nichts zum links raus. Aber was hier war, ist die Reparaturstation. Die nutzen wir nochmal kurz. Dann geht es uns gleich ein bisschen besser. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo rauskommen. Der Pfeil zeigt ja eigentlich relativ eindeutig irgendwo hin, ne? So eine Übersichtskarte wäre nicht schlecht, dass man mal gucken kann, wo es tatsächlich hingeht, wo die Reise hingehen soll. Auf einer etwas größeren Karte. Weil diese kleine Minikarte da unten links ist zwar nicht schlecht. Also da ist nur die Kabine. Und hier nach oben, da geht nichts. Da geht auch nichts lang. Warte. Die wollen jetzt nirgendwo anstoßen oder möglichst nicht irgendwo anstoßen. Okay, ich möchte mich jetzt gerne mal wieder so weit drehen, dass wir wieder gerade sind. So. Aber ganz ehrlich, der Pfeil zeigt doch mehr in diese Richtung. Für mich. Das heißt, wir gehen jetzt doch nochmal hier durch. Da kommen wir irgendwie nicht drum herum. Das müssen wir machen. Ansonsten ist hier kein Weg, irgendwie rauszukommen. Gibt es keine weiteren Türchen. Hier kann man auch nicht unten lang. Das sieht alles nur schicki-schicki aus. Aber durch kann man da nicht. Der Pfeil zeigt jetzt schon relativ kräftig nach rechts. Aber rechts gibt es hier nicht viel, oder? Gibt es da einen Shot? Nee, das ist, da kann man nicht raus. Aber vielleicht kann ich hier oben raus. Genau, pass mal auf. Ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ach, wir sind schon wieder hier. Wie oft waren wir denn hier schon? Das ist ja unglaublich, unglaublich. Okay, geradeaus, sagt er. Kommen wir jetzt etwa da hinten durch? Ist das der Deal? Deswegen muss man den ganzen Weg zurück? Ganz ehrlich, ich vermute mal, dass es genau so ist. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich jetzt erst den Boost bekommen, aber so richtig viel schneller sind wir damit trotzdem nicht. Von daher würde ich mal sagen, lassen wir das einfach. Und ich hole hier unten nochmal eine Runde Sauerstoff. Kostet ja nichts, der ist ja auf dem Weg. Kann man nicht so viel falsch machen. Und Luft ist immer was Feines. Ist doch blödsinnig, hier zu versterben. Ne? Nur weil man nicht atmen kann. Dabei liegt ja hier so viel Sauerstoff rum. So, voll bepackt mit tollen Sachen, die man Sauerstoff nennen kann. Kommen wir jetzt zur nächsten Kammer. Und die Tür öffnet sich. Und da oben ist unsere Konsole. Hallo Konsole. Hi. Na, alles klar bei dir? Wie geht's? Komm, ich lock mich ein und geb dir diesen Kern. Cerebrum. Viel Spaß. Solaris Kerndatentransfer eingeleitet. Das ist gut, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Das gefällt mir gut.
Nicht so schnell, mein Lieber. Nicht so schnell, halt. Hier komme ich nicht raus, auch wenn ich wollte. So, wir drehen uns mal wieder gerade. Zum Glück gibt es diese Taste, ey. Ohne die hätte ich hier manchmal nicht viel zu lachen. Hier ständig irgendwie irgendwo gegenfliegen würde. Da kommen wir nicht lang. Da ist Quatschi. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder durch das große Löchlein den alten Standardweg nehmen, um hier rauszukommen. Hier ist überall nur Sauerstoff ansonsten. Aber kein Portal, wo man durch könnte. Das heißt, hier oben geht es nicht lang. Auch wenn da oben was ist, was ich mir angucken soll, aber hier oben komme ich nicht raus, wie auch immer das gehen soll. Ich wüsste momentan nicht, wie ich da rankomme. Deswegen gehen wir einfach den Weg hier lang. Guck mal. Den uns altbekannten Weg. Den guten Weg. Den Weg durch die Röhre. Was jetzt? Das hat mich gerade nochmal gerade gedreht. Verstehst du? Das war nicht so richtig gut. Aber egal. So, unser Weg führt uns geradeaus. Wir müssen, glaube ich, wirklich ganz geradeaus hitten, wieder durch das Ding zurück. Es gibt hier tatsächlich keinen Weg raus, das wundert mich ein bisschen. Ich hätte immer gedacht, dass hier irgendwie doch an der Stelle müsste irgendwas aufgehen oder was. Man kann doch nicht ständig hin und her fliegen. Aber vielleicht ist die Map ja doch kleiner, als ich dachte. Hm? Vielleicht ist die gar nicht so groß. Hm? Was meinst du? Vielleicht ist die Map einfach nicht so groß und deswegen ist das so, wie es ist. Mhm. Naja. So, Freund Blase. Gib Gummi. Schön geradeaus, ne? Ja. Mhm. Jetzt steht schon wieder, wir müssen nach rechts. Guck mal, da unten ist so ein Ding. Guck mal, da müssen wir hin. Mobilis. Ein helles Mobilis, bitte. Ja, und ein dunkles Mobilis für meine Frau. Hm? Dankeschön. Prost. Okay. Cerebrum core corrupt. Mainframe offline. Aber den nicht gerade repariert? Cerebrum module inactive. Mobilis system repair required for Salvus EEV propulsion system operation. Locate system mainframe. Fabricate cerebrum core. Repair cerebrum module. Haben wir das nicht gerade eben schon gemacht? Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Okay. Na, sehr gerne. Nichts leichter als das, liebe Freunde. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Ich habe wirklich überhaupt sonst nichts zu tun. Kann man ganz ehrlich so sagen. Was ist... Genau, wir laden uns nochmal kurz auf hier, nochmal eine Runde Sauerstoff nehmen. Und dann mal gucken, wo der Pfeil hinführt. Sag mal, haben wir das nicht vorhin schon gemacht? Das kommt mir so bekannt vor. Haben wir nicht gerade Cerebrum repariert? Haben wir nicht gerade den Kern dort eingefügt? Ich zweifle gerade so ein bisschen an mir selbst. Aber weißt du was? Das Portal war vorhin zu, oder? Das war blau und das war rot. Also blau und rechts rot und jetzt ist es offen. Und daher bin ich guter Dinge, dass wir vielleicht doch richtig sein könnten. Jawohl. Wir sind richtig. Geil. 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 Core systems repair required for emergency escape vehicle launch. Ja, schon klar. Das dachte ich mir auch. Hier gibt es noch weitere Quartiere. Und eine Nachricht. Immer noch so Probleme, die Dinger hier zu lesen. Und mir nicht das Display zu verbeulen. Sender, Hudson, Emily. 12, June 2037. Na dann mal los. Hallo, Alex. Just checking in on you and Elizabeth. I haven't heard much from her lately. That's unlike her. I know you are both being stretched thin up there. You've got to be after all this time. Try to keep everything in perspective. What you two are doing, Spiritus, Luna, is important. Lean on each other when it's hard, like you've always done. You are family to us. You always have been, and you always will be. Anyway, give Elizabeth a hug for me.
And tell her to VidCon her mother more frequently. Sehr gern, das richtig aus. So. Öffne das Tor. So. So, ein neues Terminal. Hallo Terminal. Dann wollen wir mal. Sender. E. Hudson. Und die Mail ging natürlich an mich. Verdammt nochmal, immer dreht sich alles nur um dich. Ich glaube, ich muss das nochmal lesen. Verdammt nochmal, immer dreht sich alles nur um dich. Ich werfe einfach alle Sorgen über Bord und ignoriere alle meine Probleme, damit wir uns um dich und dein fragiles Ego kümmern können. Wieder mal. Das regt mich echt auf. Du kannst manchmal echt ein übles und narzisstisches Monster sein. Lass es uns einfach zu Ende bringen und dann gehen wir nach Hause. Also gut. Achso, das bin ich. Das bin ich. Also gut. Was auch immer es ist, lass es nicht deine Arbeit oder den Rest der Crew beeinflussen. Versuche nicht, mich als Leiter zu schlecht dastehen zu lassen. Du musst dich auf die neuen Problemlösungen für Spiritus konzentrieren und ohne jegliche Vorfälle die nächsten Monate überstehen. Auf mir lastet ziemlich viel Druck. Au. Puh. Meine gesamte Karriere hängt von meiner Beschaffenheit für Luna 2 ab. Ich zähle auf dich, Elisabeth. Hallo? Komm schon. Jetzt habe ich doch eben falsch gelesen, oder? Nee, das habe ich geschrieben und das auch. Hallo? Komm schon, das kannst du nicht machen. Du weißt doch, dass mich solche Sachen total aufregen. Jetzt liege ich bestimmt wieder die ganze Nacht wach. Ich kann doch nicht die ganze Nacht wach liegen. Ich muss schließlich die Station leiten, Smiley. Stimmt irgendwas nicht? Du hast während der Spiritusrunde heute kaum mit mir gesprochen und die Sache mit Edwards war einfach nur, sagen wir mal, komisch und fühlte sich so gar nicht nach dir an. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Anscheinend haben wir hier irgendwas falsch gemacht. Irgendwie konnten die sich nicht so richtig leiden, ne? Das ist irgendwie nicht sehr praktisch auf so einem engen Raum, wenn man so eine wichtige Mission hat. Komm, wir lesen das Ding auch noch. Also hören. Viel praktischer als lesen. Encrypted Personal Log. Scientist. Hudson. Elizabeth. 4. May. 2037. Mission Extend has been difficult for me. Nobody expected to be here this long. Things are tense with Alex. I'm lonely. Spending sleep cycles with Edwards and falling back into old patterns. Get high, screw, immediately become emotionally unavailable, repeat. I'm being irresponsible with him in every way. Let's be honest. I'm using him. Jesus, what is wrong with me? Why do I keep doing this? Tja, das sind die Gefühle, die die Menschen immer leiten. Ich glaube, das ist so ein Dauerproblem, ne? Das wird wahrscheinlich nie weggehen. Aber ich meine, normalerweise Leute, die hier so eine Mission haben, ganz ehrlich, ich glaube, so ein bisschen mehr Professionalität, ja, egal ob man 11 Monate länger da ist oder nicht, das muss einfach funktionieren, vor allem, wenn es doch so furchtbar wichtig ist. Was haben wir hier? Mobilis Filtrum Coolant Module, offline. Na komm. Das ist nicht so richtig offline. Probieren wir nochmal neu. Manual Mobilis Cerebrum Core Repair Required. Da fehlen immer noch zwei, okay, das hatten wir eben schon. Ich glaube, wir fliegen gerade zum 6. Mal die lang, aber ich glaube, anders ging es nicht, oder? Also, ich wüsste nicht wie. Halt, nicht. Komm, drehen. Dreh dich. Und dann runter, nicht da oben anstoßen. Wir wollen nicht immer anstoßen. Denn wer anstößt, geht hier unter. Sehr wahrscheinlich. So, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Ich habe das Gefühl, die waren hier schon überall. Komm, wir hören uns das alles nochmal an. Na und? Ja? Manchmal muss man einfach durch. Doppelt und dreifach. Viel Spaß, Hardyman. Mankind above all else. Ich finde den Spruch übrigens ziemlich krass. Oliver S. Offline. Okay, Oliver S. gibt's nix. Kaputt. Edwards. Komm schon. Error. Fehler. Oshima. Vital signs stable. Was soll das heißen? Vital signs stable. Heißt das, ich bin am Leben und die anderen beiden eventuell auch? Nee. Offline. Offline? Error. Die anderen sind überhaupt nicht da. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Nix wie weg hier. Soll ich die jetzt suchen oder was? Ich will die nicht suchen. Hab schon so genug zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. So, der Benutzerstatus wird mal wieder synchronisiert. Und wir schlüpfen durch das nächste Portal in den nächsten Raum.
Oder vielleicht ist er auch schon ein Bekannter. Mal gucken. Nee, der ist neu. Und es ist kein Raum, es ist das Weltall. Mission Control to Commander Oshima. We're detecting mobile debris in the vicinity of propulsion storage post-event. Your EVA suit does not provide sufficient protection and can be further compromised. Exercise extreme caution. Over. Okay, hier taucht doch plötzlich irgendwie Schrott vor mir auf. Einfach so. Ja, super. Okay, wir düsen mal schnell hier durch. Ich versuch's mal einfach mit schnell. So schnell wir können. Das heißt, wenn er uns trifft, geht's uns wahrscheinlich nicht besonders gut. Komm, da oben ist Sauerstoff, den brauchen wir noch nicht. Wir düsen erstmal da hinten zu dem nächsten Terminal. Das war jetzt nicht so schwierig, oder? Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Das war alles völlig in Ordnung. Hat man gut schaffen können. Ohne Probleme dran vorbeigekommen. So gefällt mir das. Hello, yo. Dann schauen wir uns mal das Ding an. Was gibt's denn hier Schönes? Logging in, Admin, syncing data. Oliver S. Error. Fehler. Lopez. Komm schon. Fehler. Gut, die sind alle tot, das ist klar. Beschädigt. Mal gucken, was hier ist. Encrypted personal log. Scientist. Hudson. Elizabeth. 12. April. 2037. Alex is pushing the limits of our entire extraction process. Hard. Harder than I ever would, but I can't argue with the results. Spiritus is producing breathable oxygen from terrestrial plant life off-world. Food production is a success as well. Everything tests clean. There's been a few scary moments, and everyone misses home, but this is working. This is working. Okay, wir beenden das mal. Ein Audio-Terminal. Und wir müssen direkt hier weiter, ne? Ich glaube, das ist der Weg, genau. Da vorne, wo das Symbol ist, da geht's weiter für uns. Dann düsen wir mal da durch.